Nachbarn verschwinden. Wir bitten Sie, den Innenraum mitzuhalten. Wenn das Boot über ein offenes Deck verfügt, stellen Sie sich bitte nicht auf die Decke, das ist lebensgefährlich. Die Amsterdamer Brücken sind dafür viel zu niedrig. 在我们尚未进入老师学习前，特别请各位注意，因为游船是封闭式的，所以请一定要站在门口边。然后放有小甲板，您可以坐在外面，但是请不要站在椅子上，因为我们所经过的桥非常的矮，以免撞上您的头，这是您的后肩供您使用。 Er zijn 16 sluizen rond de stad die nog steeds gebruikt worden om het water in de grachten te verversen en om het waterniveau in de stad. Ziet u de Noorderkerk? On the right, the Northern Church. Rechts zien ze de Noorderkerk. U zal aan de linkerkant kijken naar de kerk. Hoewel het gebouw uit het begin van de 17e eeuw dateert, heeft deze. The 17th century. This Protestant church is still truly medieval in character. The building and the nearby houses cuddle up to each other. Hoewel dat gebouw als het Anfang des 17. Jahrhunderts stamt, had deze protestantische kerk. De Jordaan, de wijk die aan uw rechterhand ligt, is ongetwijfeld de meest bezongen en geromantiseerde stadswijk van Nederland. De Jordaan, de Jordaan. In de 30 jaar was de wijk bedoeld voor arbeiders, anders die een grote stad helemaal voor. De Jordaan. The next stop is the Anne Frank House, the Anne Frank House. Als die Kirche zu Pfingsten 1631 in Gebrauch genommen wurde, war sie die größte protestantische Kirche der Welt. Der Westenturm ist
theorie van het beroep op de naam van de bewoner met het huis op de maag. Often a cartouche was placed in the gable depicting the profession or name of the inhabitant. In den Giebeln sehen Sie oft auch Giebelsteine. Mit einer Abbildung des Berufs oder des Namens des Bewohners wurde das Haus erkennbar gemacht. 通常在这些三形墙上都有着代表居住者的职业或姓氏的特殊描绘。Characteristic hoisting book, used for hoisting goods into the warehouses. Nowadays, they're still used for hoisting furniture, as the stairs are too steep and quite narrow. Oben an den Giebeln sehen Sie die charakteristischen Hebebereiche, die in den Rahmen. Nachten werden dauerhaft bewohnt. Es gibt ungefähr 2500. Die Eigentümer müssen eine Liegegenehmigung haben, deren Kosten von der Größe des Bootes abhängen. 许多运河上的船屋为永久性的住屋，现今约有2500栋船屋。 这些船屋必须获得申请许可之后才可以居住。 Blauwbrug. Deze monumentale plaatbrug heeft bijzonder fraaie pijlers van baksteen en natuursteen in de vorm van scheepsboegen. Straight ahead, the Blue Bridge. This monumental beam bridge has splendid pillars, which combine brick and sandstone ornaments in the shape of ship's bows. Vor uns befindet sich die Blaue Brücke. Diese Tafelbrücke hat besonders schöne Pfeiler aus Backstein und Naturstein.前面左手边您会看到一个令人瞩目的餐馆，海上皇宫，全欧洲最大的海上餐馆。